Ich frage jetzt mal direkt in die Runde, wie die Erwartungshaltung ist für diesen Vortrag. Ich habe den als für Einsteiger angekündigt und das ist er auch. Also wenn hier jemand schon Debian-Pakete baut, wie verrückt und Maintain und was weiß ich, das ist hier ganz, ganz weit unten. Wir bauen ein kleines Paket zusammen. Das ist dann auch eigentlich relativ einfach, das kann man dann auch installieren. Aber viel weiter werde ich dazu nicht sagen, also wie man das jetzt upstream und patchen, all diese ganzen Sachen, das werde ich hier nicht machen. Ne? Also könnte man ja, aber dann brauchen wir eine Woche. So. Also für so ein großes Paket wie, was weiß ich, GIMP oder so. Das ist dann schon ein bisschen anstrengender. Ist jetzt eigentlich auch nur, wenn man das zum ersten Mal macht bei so einem Paket, relativ anstrengend. Danach geht das eigentlich, weil dann hat man eigentlich schon alles. Da muss man dann nur noch die Sourcen aktualisieren oder patchen. Das ist jetzt nicht so wild. Aber fürs erste Mal. Okay. Also Ubuntu Debian Packaging. Wir bauen heute ein Deb-Paket zusammen. Das funktioniert unter allen Debian-Derivaten. Kann man sich aussuchen. Die Tools, die man dafür braucht, bringen auch alle mit. Mit apt oder aptitude oder was weiß ich, kann man das auch installieren. Ich heiße Marc Knoll, können mich alle duzen, arbeite bei der Firma B1. Wir sind halt eine richtige Linux-Firma, seit jetzt 11 Jahren und arbeiten, wie das hier schon steht, ausschließlich mit Open-Source-Software, Linux. Wir haben aber auch BSD-Sachen im Programm, wir haben auch Unix-Geschichten, AIX und so weiter, Solaris, das ist alles noch da, wenn das benötigt wird von irgendwelchen Firmen, das können wir auch alles. Wir sind jetzt international, national tätig. Heute sind wieder welche nach Tokio geflogen wegen dieser OpenStack-Konferenz. Mitarbeiter sind wir weit über 70, glaube ich, mittlerweile schon. Ja, und wie es da so schön steht, wir sind halt unabhängig von allen anderen. Wir machen Beratungen, Support, Entwicklung, Training, Betrieb, was das Herz begehrt. Da sind halt unsere Schwerpunkte, weil das halt auch am meisten gefordert wird. Im Geschäftsbereich halt Virtualisierung, ne? Xen, KVM ist ganz groß im Kommen, LibVirt und so, sagt euch vielleicht was. Dann haben wir diese System-Management-Sachen, die halt die Enterprise-Betriebssysteme wie SUSE Linux Enterprise und Red Hat mitbringen. Darum kümmern wir uns. Konfigurationsmanagement, Puppet Chef, Ansible, den ganzen Kram, den ihr ja vielleicht auch schon mal gehört habt. Monitoring, Nagios mit Ikinga, die gibt es beide noch, auch wenn Ikinga ja eigentlich der Nachfolger sein will. Dann OpenStack-Geschichten, also OpenStack, SUSE Cloud, RDO, das ist alles OpenStack. RDO ist so die Red Hat-Variante von OpenStack, aber im Grunde ist es alles OpenStack. Pacemaker, also Cluster, dann halt alle möglichen Shared Storage-Sachen, Ceph, alles sehr begehrt. Aum Cloud ist sehr begehrt. Paketierung OBS von OpenSUSE. Da kann man ja nicht nur RPM-Pakete für SUSE oder so bauen, sondern halt auch Deb-Pakete, ich glaube sogar Windows-Sachen gehen. Ich bin mir gar nicht so sicher. Und die wollen auch für den Mac was machen. Also es geht auf jeden Fall für alle möglichen Betriebssysteme. Ja. Und wenn man uns braucht, dann kommen wir halt dahin. So. Packaging, Ubuntu, Debian, Packaging ist halt eine schöne Angelegenheit, weil man nicht mehr von der Quelle installieren muss. Ne, normalerweise lädt man ja irgendwo den Quellcode runter, packt den aus, schaut ihn sich an, baut den, versucht alle Abhängigkeiten einzupflegen, baut ihn nochmal, versucht wieder alle Abhängigkeiten einzupflegen und so weiter und so weiter. Bis man dann am nächsten Tag fertig ist, dann installiert man das, dann ist es installiert, aber da jetzt wieder Upgrades einspielen und so weiter, ist ziemlich kompliziert oder halt nicht so handlich, vor allem, weil ja auf einem Computer mittlerweile mehr als 2 Programme liegen und deswegen wird halt Packaging erfunden auf allen Betriebssystemen. Da ist halt alles drin. Ne, da sind halt die ganzen Abhängigkeiten schon aufgelöst, das Binary ist da, man muss es halt nicht mehr selbst bauen, es dauert eigentlich nur noch ein paar Sekunden, wenn man es installieren will, heutzutage sowieso. Bei der Rechenleistung der aktuellen Rechner, weil das ja schon seit vielen Jahren so ist. Und in einem Paket, es ist jetzt bei
allen Betriebssystemen so, sind halt nicht nur die Binaries der Software drin, also die auszuführenden Dateien und deren Bibliotheken und Abhängigkeiten, sondern da stehen auch sogenannte Metadaten drin, wo soll das installiert werden, um was für eine Software handelt es sich eigentlich, welche Version ist das, wer hat das gemacht. Alles Infos, die man braucht, auch um das dann mal updaten zu können oder auch löschen zu können. Oder wenn man sich halt anzeigen möchte, ja, was habe ich denn hier für eine Software? Ja, das ist so und so, das macht das und das. Das kann man sich dann halt schön anzeigen lassen. Hier haben wir aufgezählt, für welche Betriebssysteme es denn was für Packaging-Systeme eigentlich gibt. Also RPM ist halt bei Fedora und OpenSUSE ganz groß und bei den Enterprise-Versionen auch. FreeBSD hat jetzt tar-Files, in denen extra Metadaten stehen. Im Grunde ist das bei Debian auch fast so. Und bei BSD gibt es aber mehrere Möglichkeiten, Pakete zu installieren. In diesen tar-Files sind dann Binaries, die einfach nur installiert werden müssen. Es gibt dann aber noch sogenannte Ports. Da sind die Quellen drin, die man dann gleichzeitig baut, während man es installiert. Ähnlich wie bei Gentoo. Kennt ihr alle Gentoo? Gentoo machst du im Grunde alles selbst, wenn du möchtest. Du baust dir ein Gentoo-System quasi, wenn du möchtest, from scratch. Du gibst für alle Pakete, die du hast, die Compiler-Flex an. Du sagst, ja, ich möchte, dass dieses Paket mit dem und den Optimierungen gebaut wird und ich möchte, dass zum Beispiel bei dieser Grafik-Software auch so Erweiterungen, wie du das eben gesagt hast, mit deiner Videoschnittsoftware, diese Bausteine, was du meintest, ja, den möchte ich haben und den möchte ich haben. Das sagst du explizit. Wenn du unter Debian oder unter SUSE so ein RPM installierst, dann haben das andere schon für dich gemacht. Die gehen einfach davon aus, dass du das brauchst. Wenn du das aber eigentlich gar nicht wirklich willst und es schneller und flüssiger haben willst, weil du meinst, dass es besser ist, dann kannst du das in Gentoo wunderschön sagen, möchte ich nicht. Aber du musst dann alles selbst bauen und das kann Zeit fressen. Ganz weit unten ist ja Linux from scratch. Da baut man sich ein Linux selbst. Das kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal anzugucken oder das auch mal zu machen. Aber wenn man eine Frau oder einen Freund hat, denen dann sagen, dass sie eine Woche lang Rücksicht nehmen sollen, dass man erstmal weg ist, weil das kann übel enden. Aber es ist eine schöne Sache, weil man dann baut sich da alles selbst. Und wenn man dann eine Woche rum hat und das System zum ersten Mal startet und denkt, ja, dann hat man aber noch nichts. Also es bootet zwar, aber da ist noch kein VI oder so. Blöd. So, Windows hat hier MSI-Files, da stehen halt die Sachen drin. OS 10 von Apple, DMG-Files, das sind aber eigentlich auch nur so Container, wo Binaries drin liegen oder halt so Ordner mit Abhängigkeiten. Also bei Apple ist da alles in einem, also was bei Apple aussieht wie ein File, da sind nochmal die ganzen Ordner unten drunter drin. Und das schiebt man dann irgendwo hin. Das ist eigentlich relativ elegant. Es gibt auch Leute, die haben das unter irgendeiner Linux-Distribution mal versucht, aber das führt das Linux-Konzept so ein bisschen ad absurdum meiner Meinung nach, deswegen spricht da auch keiner mehr drüber. So, dann haben wir halt Debian, Ubuntu, Xubuntu und wie sie alle heißen, Lubuntu, und die haben halt Deb-Pakete. Und halt generell gibt es für alle Betriebssysteme irgendwelche Möglichkeiten, Pakete zu installieren, um halt den Menschen, den Anwendern das mit der Softwareverwaltung leicht zu machen. Das ist so die Idee. So, heute bauen wir ein kleines Paket im Deb-Format. Das funktioniert unter allen Debian-Derivaten. Also das kann jeder zu Hause auch dann gerne mal machen oder so, wenn er möchte. Wir machen das hier auf so einem Ubuntu-Server. Es ist halt wirklich egal, weil da ist nichts Spezielles. Man kann das wirklich auf dem eigenen Ubuntu, die Version ist auch egal, ob das jetzt ein altes Ubuntu oder das neueste, dieses 15er ist, funktioniert überall. Ich werde halt nicht darauf eingehen, wie ich eben schon meinte, wie komplex das Maintain von Debian-Paketen ist. Wenn man bei Ubuntu zum Beispiel, gibt es ja dieses Launchpad, da sind ja diese Debs alle aufgezählt, da kann man ja alles installieren, kann man sich in die Sourcen einbauen, unter Debian auch. Das ist anstrengend. Da muss man auch, also die erwarten auch, was die Leute, die da die Software maintainen, dass man da auch wirklich hintersteht. Da werde ich heute nicht weiter drüber reden, weil das könnte ja auf jeden Fall einen ganzen Abend füllen, vielleicht sogar zwei. So, findet man aber alles im Netz. Um halt Pakete zu bauen unter Ubuntu, Debian und so weiter, braucht man halt so ein paar Pakete, die man einfach installieren kann mit apt-get oder aptitude. Da findet man diese Anwendung, die ich hier aufgelistet habe, Build Essential, da sind halt die Compiler drin, GCC, Make, um das zu übersetzen.
Depp Helper hat mehrere Skripte, die man benutzen kann. Ah ja, das ist übrigens ganz wichtig. All das kann man benutzen. Und wichtig ist teilweise die Reihenfolge. Das macht das Debian-Paketebauen relativ kompliziert. Man muss halt immer für die Software, die man da hat, herausfinden, in welcher Reihenfolge man die Skripte aufruft. Das ist nicht immer ganz trivial. Also man kann auf jeden Fall nicht davon ausgehen, dass es für alle Quellen, die man hat, immer gleich ist. Es gibt zum Beispiel das eine Tool DebBuild. Das ist aber nur ein Wrapper auf mehrere einzelne Skripte, die hier zum Beispiel in den Dev-Skripts drin sind. Kann man mal ausprobieren, muss nicht klappen. Und dann nimmt man sie halt einzeln, also dann bricht man das halt runter. Also DebHelper, DHMake wandelt halt die Sourcen, die man sich halt runtergeladen hat, in Debian-Quellarchive. Das ist zum Beispiel so ein Tool, was man nicht benutzen muss, aber benutzen kann. In DevScripts sind auch einige Helfer drin, die man benutzen kann und nicht benutzen muss. Fake Root, wenn man in diese Fake Root hineingeht, denkt der Paketbauer, dass man Root ist und ist dann einverstanden, weil es gibt ja diese Verzeichnisse User, Bin und so weiter, wo man die Software installieren möchte. Und es kann sein, dass sich da, wenn man das als normaler Anwender gerade macht, dass sich das System beschwert und Fake Root hilft dir halt dann, dass das Paketsystem einverstanden ist und nicht schimpft, dass du gerade nicht Root bist. Lenzchen ist ganz interessant, das kontrolliert das Paket, wenn es fertig ist. Wenn das Depp gebaut ist, kann man einfach Lenzchen aufrufen. Es gibt natürlich total viele Optionen, aber im Grunde reicht es, Lenzchen mit dem Paketnamen aufzurufen. Und er listet dann schön auf, ja, hier falsch, hätte ich anders gemacht, das ist okay und so. Das sollte man auf jeden Fall, aber finde ich, wenn man fertig ist, mal aufrufen, um zu gucken, ob man alles richtig gemacht hat. Vor allem, wenn man es online stellen will, upstream oder so. So, hier mit dem P-Builder, CH-Root-Umgebung, das ist ähnlich wie dem Fake-Root. Perl, Python, Skriptsprachen brauchen wir halt immer, die sind aber sowieso immer da. Also man kann ja eigentlich ausgehen, dass auf jedem Linux OS Perl oder Python rumliegt. So, ich habe überlegt, was wir heute für eine Software bauen könnten. Und ich benutze halt seit vielen Jahren so ein Tool, das die Wände, nenne ich es immer, vom Monitor quasi verschwinden lässt. Wenn ich jetzt also die Maus, hier können wir meinen Mauszeiger sehen, wenn ich hier rausgehe, links, komme ich rechts wieder rein. Ich finde das gut, die meisten finden das ziemlich scheiße, das muss man so sagen. Dann spielen die mir aber wenigstens auch nicht immer am Rechner rum. Wo ist denn die Maus? Aber jetzt hier bei dem kleinen Bildschirm ist es mir eigentlich auch schnupp, aber wenn man jetzt mehrere Bildschirme hat, die so aufgebaut hat, und ihr seht die Maus jetzt links oben, und der Bildschirm hat halt so eine Auflösung und man muss aber jetzt nach rechts unten, dann, oh, hier, pff, so anstrengend, ne? Und man kann das halt dann einfach, man schwuppst hier mit hier in der Ecke raus, da, seht ihr? Jetzt bin ich rechts unten. Das ist Faulheit, ganz ehrlich. Ich bin links oben, flutsche hier raus und komme rechts unten wieder rein. Aber bin dann sofort da, wo ich hin will. Ich mag das. Wie gesagt, die meisten finden das ziemlich kacke. Das gibt es für viele Betriebssysteme, aber einer hat das halt für Linux gebaut. Ich finde den Typen ziemlich cool. Das sind eigentlich nur ein paar Zeilen C-Code. Der hat es Tarally genannt. Es ist halt Open Source. Es liegt irgendwo im GitHub oder wie auch immer. Das funktioniert unter allen grafischen Oberflächen, ob es jetzt GNOME ist oder KDE oder irgendein anderer Schnickschnack, Awesome oder so. Es ist völlig egal. Hier habe ich das aufgezählt, Monitor hat keine Kanten mehr. Der Nachteil kann halt wirklich sein, dass man mal gerade nicht weiß, wo die Maus ist. Vorteile sind halt, wie gesagt, spart Mausbewegung, spart meiner Meinung nach Zeit und bei mehreren Bildschirmen. Also ich habe zu Hause so ein Bildschirm hier vorne vor meinem Notebook und wenn ich da ganz oben bin und oben rausgehe, komme ich unten wieder rein. Finde ich super. So, das ist der Link zu dem Blogpost von dem Herrn, der das gemacht hat. Also man sieht 2012, das ist schon echt alt. Der hat da auch, glaube ich, nur zwei Patches mal gemacht und seitdem steht das Ding. Und man kann sich den Source Code halt mit wget runterladen. Und ich wollte euch jetzt halt direkt im Terminal zeigen, wie man daraus ein Depp-Paket machen kann. Ich werde einfach mal root. Okay, also ich bin jetzt root geworden. Unter Ubuntu ist es ja so, dass man eigentlich als Superuser arbeitet und so muss jeder für sich selbst entscheiden. Man kann das ja relativ einfach einschalten unter Ubuntu, dass man auch mal root wird. Also wenn man wirklich viel administriert,
dann ist es eigentlich vielleicht praktischer, wenn man eigentlich permanent ruht ist. Wohlwissend mit dem Gedanken, dass man immer alles kaputt machen kann, ganz schnell. Aber so ist es halt. So, ich mache mal einen Ordner. Temp Tarali, so heißt ja dieses Programm. Da gehe ich dann rein. Dann ziehe ich dieses Master, ZIP hieß das, der Quellcode. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Bei Debian ist es so, dass Debian tatsächlich verlangt, dass der Source Code ein tar-gzip ist, tgz, tbz oder zumindest ein tar-File. Ein gesipptes oder archiviertes tar-File und nicht nur ein einfaches olles zip. Deswegen müssen wir das erstmal auspacken. Also das, was ich jetzt mache, ist speziell für diese Software. Und es ist halt wichtig, dass wenn man versucht, irgendeine Software zu paketieren, die noch nicht paketiert wurde, wirklich das auspackt und einfach reingeht und guckt, wie ist das aufgebaut, was kann ich da machen, damit ich daraus ein Debian-Paket machen kann. Wenn man ein RPM bauen will unter OpenSUSE oder so, dann ist es genauso. Das funktioniert zwar anders, aber man kann nicht davon ausgehen, dass man sich diesen Quellcode runterlädt und dann irgendwie sagt, so, ihr macht da ein Paket, Debian, jawohl. Geht nicht. Man muss da ein bisschen arbeiten. So, ich entpacke das mal. Das hat er jetzt entpackt. Und der hat den Ordner Tarali Master erstellt. Da gehe ich rein, schaue mir das an. Da liegen halt jetzt ein paar Pakete drin, die Lizenz, also ist halt GPL, das kann man sich angucken. Bla bla. Ein README-File, wo drin steht, wie man es bauen kann. Da gibt der Herr halt ein paar Anweisungen. Da müssen wir jetzt nicht groß drauf eingehen, aber man sieht halt, dass man dieses File build.sh, es ist ein Shell-Skript, was die Files, die in diesem Ordner liegen, kompiliert. Also müssen wir uns darauf konzentrieren, auf dieses File build.sh. Das ist halt nicht immer so. Wenn man irgendwelche Quellen runterlädt, ist das auf jeden Fall nicht so, dass irgendeiner schon so nett war und dann Bild-File gemacht hat oder so. Nee, ist einfach nicht der Fall. Schauen wir mal rein in dieses Bild.sh. Oben, das sind so Anweisungen, ja, wenn hier keine Anweisung war, dann sag, ist alles falsch, Usage, mach's anders, also da korrigiert er den Benutzer von diesem Fall. Unten stehen aber die wichtigen Sachen, und zwar wird da halt der Compiler aufgerufen, hier, mit ein paar Anweisungen. Und das ist tatsächlich jetzt wichtig für uns, dass wir das irgendwie in dieses Paket, also bevor wir da ein Depp draus machen, wir müssen im Depp sagen, ja, so sollst du das ausführen, damit da ein Depp raus werden kann mit allem anderen Schnickschnack. Deswegen brauchen wir ein Makefile. Um C-Code zu kompilieren, braucht man immer ein Makefile. Nicht unbedingt, aber es erleichtert einiges. Habt ihr auch schon mal gehört. Gut. Dann brauchen wir jetzt dieses Makefile. Makefile. Da fügen wir diese Zeilen ein. Das ist das, was ich eben, kann das nochmal, dass ihr es auch alle seht. So, ganz unten sieht man diese C-Anweisung. Ich habe die jetzt hier oben angepasst. Das ist halt eine Variable CC, die ruft dann halt den GCC-Compiler auf. Ne? Kennt ja jeder, wenn man GCC aufruft, sagt er halt hier keine Input-Files. Das ist der C-Compiler. Der kann auch ein bisschen mehr als C kompilieren, aber das ist halt so der Standard-Compiler, den man so zur Verfügung hat. So wie ich das jetzt hier eingefügt habe, so ungefähr muss man das immer machen. Ich habe das unten ausgeschnitten, user local include. Das bindet er mit ein, wenn er das kompiliert. Hinten sieht man user local lib. LX11, also als grafische Anwendung soll das realisiert werden, gebaut werden. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Wichtig ist halt jetzt, dass man hier die Zeile dicht macht. Also am Ende von Zeile 6 ist dieser Backslash, der sagt, mach auf der nächsten Zeile weiter. Das macht man, wenn eine Zeile zu lang wird. Wenn man zum Beispiel einen C-Code im Kernel einpflegen will, dann dürfen die Zeilen, ich glaube, nur 79 Zeichen lang sein.
Und wenn du irgendwie einen C-Code einchecken willst, wo die Zeile 80 Zeichen ist, wird Linus Torvalds dich steinigen und deren Code nicht annehmen. Und das kann man halt dann realisieren, indem man halt diesen Backslash macht und in der nächsten Zeile anfängt. Grund ist Lesbarkeit. Gut. Also die Idee war, wir haben im Bild SH geschaut, was wird da gemacht. Mit dem Bild SH an sich können wir aber nichts anfangen, außer den paar Zeilen, die unten stehen, den C-Code. Und den packen wir jetzt in einen Make-File. Und dieses Make-File braucht dann das Skript gleich, welches aus unserem Source-Code so ein Debian-Paket machen will. Da wird dann auch das Tool, was wir haben, genau, sehr, sehr gut, userbin-tarali-comp kompiliert, habe ich das mal genannt. Das ist das Binary, was gleich entstehen wird. Speichern. So, Makefile haben wir. Jetzt haben wir in dem Makefile angegeben, dass das Binary in userbin liegen soll. Es gibt ja user-local als Verzeichnis. Da legt man Sachen rein, die jetzt nichts mit Debian zum Beispiel zu tun haben, die nicht irgendwie mit Debian in irgendwelchen Paketen geliefert werden. Irgendwie irgendwelche einfachen Skripte, die man sich vielleicht selbst mal auf die Schnelle gebaut hat, die kann man zum Beispiel in user-local-bin reinlegen oder user-local-lib-Bibliotheken, die man selber gebaut hat. Wenn man aber ein Debian-Paket installieren will, dann sollte man halt nicht in user-local-bin packen, sondern in user-bin. Weil alles liegt halt in user-bin, kennt ihr, ne? Da so Kram. Okay. Also muss ich in diesem Ordner Tarali Master auch einen Ordner userbin anlegen, da wird dann hinterher das Binary reingepackt. Das ist halt so. Aufpassen, dass man da keinen Slash vor das User macht, weil das nur hier jetzt liegt. Das, was wir jetzt gemacht haben mit dem Makefile und mit dem Ordner anlegen, das ist jetzt der Quellcode für so ein Deb-Paket. Das packen wir jetzt auch als tar.gz und zwar so, wir packen das in den Ordner darüber, all die Sachen, die jetzt hier drin liegen, so, jetzt gehen wir wieder zurück und sehen halt hier Tarali 1.0 tar.gz, die Versionsnummer muss man immer mit Bindestrich und dann 1.0 oder irgendwas, die muss man immer angeben. Damit kann halt das Skript, was nachher das Debian-Paket baut, das muss das sehen, das muss das einfach haben. Jetzt machen wir einen Ordner Tarali und entpacken unser Paket, was wir eben gemacht haben, also den Source Code, in diesen Ordner. Dann gehen wir da wieder rein. Jetzt muss man also ein Skript aufrufen, was in diesen ganzen, ich habe das ja hier gemacht, in diesen ganzen Paketen, was da halt mitkommt, muss man ein Skript aufrufen, was in unserem Quellverzeichnis jetzt einen Ordner Debian erstellt, in dem dann halt so Sachen drinstehen wie Changelog, Copyright und noch so ein paar andere Sachen, halt Texte, wo man alles reinschreibt, wer hat das gemacht, welche Version ist das, was hat sich geändert seit der letzten Version. All diese Sachen, da kann man halt schön so ein Skript aufrufen, das macht das für einen. So heißt dieses Skript, dh Debian Helper Make Single Create Original. Das macht jetzt, wenn ich das ausführe, warum hat er denn jetzt gemeckert? Das verzeiht ja nicht die Versionsnummer. Ach ja, richtig. Sorry, tut mir leid. Man muss das Verzeichnis, was ich eben hier angelegt habe, man muss dem immer diese Versionsnummer mitgeben. Das ist ganz wichtig. Das ist tatsächlich was immer so ist, egal welches Paket man baut, man muss immer diese Versionsnummer mitgeben. Vielen Dank. Gehen wir da wieder rein, rufen das nochmal auf. Ja, dann hat alles wunderbar geklappt. Der fragt hier, ja, ist okay, ja, ist okay. Jetzt sehen wir, dass dieser Ordner Debian da entstanden ist. Den kann man sich auch mal anschauen. Da ist halt jetzt eine Menge Zeug drin. Und ich werde, wie ich schon eingangs erwähnt habe, jetzt nicht weiter darauf eingehen. Da gibt es wirklich viel einzutragen. Das sollte man sich auch unbedingt durchlesen.
für einen jetzt selbst, für ein privates kleines Paket, ist es total irrelevant. Aber wenn man das halt upstream bringen will oder den Maintainern mitteilen möchte, da legen die allergrößten Wert drauf. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig, da reinzuschreiben, worum es hier geht und so weiter. Und unter welcher Lizenz das liegt und so weiter und so fort. Es gibt dann in diesem Debian-Ordner dieses File Rules. Das baut dieses Make-File, was wir eben gemacht haben. Das ist auch somit das wichtigste File in diesem Ordner. Da gibt es auch unglaublich viel, was man machen kann. Man hätte auch diesen ganzen Make-File-Kram da reinpacken können, wenn man Lust hat. Man sieht in der ersten Zeile, dass Make aufgerufen wird. Und dann ab Zeile 21 und 22 Debian Helper, der führt eine Menge Skripte aus, die das Debian-Paket quasi fertig kompilieren. Das ist wirklich wichtig. Wir brauchen jetzt noch ein File, das heißt install in diesem Debian-Ordner. Und da sagen wir, wo der das Binärpaket findet, was wir bauen wollen. Da kann man alles Mögliche angeben. Das ist halt dieser Pfad, den wir eben angelegt haben, ganz am Anfang, bevor wir das Quellfile gepackt haben. So, mehr oder weniger war es das schon. Wir führen jetzt diesen Befehl aus, dpkg build package in dem Ordner Tarali 1.0. Jetzt baut er. Warum? Ja, genau. Das ist sehr wichtig. Da muss ich aber kurz meinem Vim sagen, dass er nichts machen soll. Hier erwartet dieses Debian-Skript tatsächlich, dass wir das mit einem Tab machen. Da sollte man keine Leerzeichen benutzen. Das Skript, was wir aufrufen, was dann auch natürlich Make aufruft und so weiter, erwartet, dass es halt ein Tab ist und nicht irgendwelche Leerzeichen. Das ist halt die Idee. Genau. Es sind ja alles immer Wrapper auf irgendwelche Befehle darunter. Nee, das ist jetzt klar. Da habe ich mich vertan. Das liegt jetzt daran, dass ich das Make-File verändert habe, nachdem wir den Quellcode ausgepackt haben. Das ist wirklich was sehr nervig ist. Man muss jetzt halt tatsächlich nochmal in dem Quellcode, den wir eben hatten, das Make-File anpassen, dann nochmal ein Target-Z draus machen, das dann nochmal entpacken. Das ist aus Sicherheitsgründen, was weiß ich, wird das so gemacht. Da habe ich jetzt dann tatsächlich leider ein bisschen geschlafen. Wir müssen also wieder in dieses Tarali Master reingehen, hier nochmal das Make-File bearbeiten und hier Tab, das gleiche, was wir eben gemacht haben, das nochmal packen, wieder zurückgehen. Ich leere mal wieder den Ordner. Na gut. Entpacke das wieder. Gehe da wieder rein. Mach nochmal dieses DH-Make-Skript von vorhin. Hab das wieder gemacht. Bau wieder ein File install. Also, wie gesagt, haben wir ja eben alles schon gemacht. So. Und jetzt können wir es nochmal abfeuern. Ach, Menu. Ich weiß es. Es liegt daran, dass durch dieses DH-Make-Skript wurde auch schon dieses, was wir da sehen, dieses File, was mit XZ am Ende endet, das wurde halt auch erstellt. Und da ist halt auch noch das alte Make-File drin. Das ist halt jetzt ein bisschen blöd, dass das jetzt gerade passiert. Tut mir leid. Aber man kann sich da halt gleich merken, das sind halt diese Sachen, die einen beim Paketbau richtig quälen können, weil man irgendwie was anpassen möchte in einem Make-File oder in irgendeinem File. Und wenn man das vorher nicht in der Quelle gemacht hat, da muss man das halt alles wieder neu machen. Ist halt eine Katastrophe, finde ich sehr anstrengend, seht ihr ja selbst. Aber das kriegen wir trotzdem hin, das ist gar kein Problem. Wir machen das wieder alles blank. Killen dieses blöde XZ-File. Wir killen auch einfach mal das andere.
gehen wir wieder in den Tarali Master, schauen wir uns nochmal zur Sicherheit, besser zweimal als keinmal, an, dass hier auch wirklich ein Tab ist. Seht ihr, dass es ein Tab ist? Beenden das wieder. Packen das wieder. Da ist das File. Schauen nochmal, ob in einem Ordner Tarali 1.0 auch nichts ist. Ist nichts. Dann entpacken wir das wieder in diesen Ordner. Gemacht. Gehen da wieder rein. Schauen uns nochmal das Makefile an. Ja, da hat sich nichts verändert. Machen wieder dieses DH-Make-Skript. Das kommt danach. Ja, sehr schön. Editieren wieder. Install. Fügen wieder den Pfad ein. So. Was vergessen? Ich glaube nicht. Jetzt nochmal. Mal gucken. So. Unten steht, ja, hier keine Signatur und so weiter, egal. Das sind halt Sachen, die sind halt dann, wenn man online das haben will und so, die sind dann zwingend erforderlich. Ist jetzt in dem Fall nicht erforderlich. Wir gehen Ordner rüber und sehen, da ist ein Lab-File. Ne? Jetzt kann man Lincien aufrufen. Das ist halt dieses Programm, was prüft, wie gut ist in deinem Paket. Das wird jetzt nicht sehr schön. Da sind jetzt ein paar Warnungen, ein paar Errors drin. Die können wir aber tatsächlich in diesem Fall alle getrost ignorieren. Wichtig ist mir, dass ihr wisst, dass es dieses Tool gibt. Das hilft euch, ob ihr alles richtig gemacht habt. Wenn ihr das halt hochladen wollt, wenn ihr irgendwie den Maintainern helfen wollt oder so, das muss dann schon alles gerade sein da. Hier für uns, für unser kleines Tool, ist das jetzt wirklich Schnupp. So, und mit dpkgi und dem Namen von dem File kann man das installieren. Ist installiert. Ich schaue mal, kann ich es aufrufen? Wie? Komm, jo, geht. Und starten. Ist da. Jetzt seht ihr, geht. So, und das war's. Klein, fein, wirklich Basics. Mit ein paar Fehlern, sorry nochmal. Irgendwie muss man das aber auch positiv sehen, dass das jetzt hier zwei Anläufe gebraucht hat. Oder waren es drei? Weil, ich weiß nicht, wer von euch programmiert oder so, aber es ist ja oft Try and Error und Lernen durch Schmerz. Ne? Und so ist es halt hier auch. Also gerade, wenn man zum Beispiel Python entwickelt, weil die ja keine Klammern haben, sondern Einrückungen, da sind ja die Einrückungen quasi die Klammern und Kommas oder Semikolons und so. Da muss man, diese Zeichen, die man nicht sieht, sind trotzdem Zeichen. Das muss man wissen. Übrigens als Tipp mal unter Wikipedia esoterische Programmiersprachen sich reinziehen. Blanks oder so gibt es so eine Programmiersprache, die nur aus Leerzeichen besteht. Das ist schön. Gibt es denn noch Fragen? In dem Beispiel hast du ja den Compiler angeboten, also wie paketiere ich also zum Beispiel PHP-Pakete? Du musst den Compiler nicht anwerfen. In diesem einen File Debian Rules, das ist eigentlich wirklich mit das wichtigste File. Hier in Debian, ne, das was wir durch dieses DH-Make erzeugt haben, da ist ja dieses File Rules, das ist ja auch hier schon, hat andere Rechte und so weiter. Und dass da jetzt oben User bin make und so steht, das ist nicht zwingend erforderlich. Okay. Du kannst halt auch einfach sagen, ja, wir haben hier halt PHP-Skripte in dem und dem Verzeichnis, pack die einfach in einem Debian-System oder Ubuntu-System, wo es installiert wird, in den Ordner. Also zum Beispiel jetzt in FAWWW, genau. Ja, genau. Das kannst du alles machen. Das Bauen ist nicht zwingend erforderlich, besonders halt nicht bei so Skriptsprachen. Ne? Und wie ist das so mit Dependencies? Also wie kann man die einbinden? Also wenn ich zum Beispiel, das ist die Hölle. Okay, dann lass es. Das ist das, was das hier alles so in die Länge ziehen würde. Ja, okay. Dann. Aber das ist dann wirklich Try and Error und so, ne, weil es, oh, ne, und dann hat irgendeiner gar nicht die
die Version von dieser Software und da gibt es dann halt immer Terror. Das ist halt nicht schön. Und kannst du noch Literatur empfehlen? Also es gibt ja auch diesen Debian Maintainers Guide oder sowas. Also lohnt sich das, den zu lesen, oder? Ja. Auf jeden Fall. Generell würde ich auch alle, die Ubuntu benutzen oder irgendwas anderes, was irgendwie Debian-Derivat ist, das alles bei Debian nachlesen. Das ist wirklich tatsächlich mal eine gute Doku bei Debian. So, das, was man, kann man nicht immer so unbedingt sagen. Manche Sachen sind schon ziemlich veraltet. Steht dann in den Wikis so. Ja, das war jetzt immer so, aber ab Kernel 2.4 ist das übrigens anders. Okay. Aber gerade für Paketbau und so ist die Debian-Doku echt geil. Ja. Brauchst du unter Debian lieber als RPM-Pakete? RPM ist einfacher, wesentlich einfacher. Dankeschön.